Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom City Bus Manager. Wir sind wieder hier auf unserem kleinen Betriebshof, nachdem ich in der letzten Folge entdeckt habe, es gab ein großes Update. Und momentan erforschen wir entsprechend ein paar schöne Kleinigkeiten für meine Faulheit, dass ich hier wirklich nichts mehr machen muss. Und zwar hier automatische Reinigung der Busse. Das wäre auf jeden Fall so wünschenswert. Ich finde es gut, dass man bei eurem Service Center nicht lange warten muss, sondern sehr schnell rankommt. Ja, also wenn man hier nicht schnell rankommt, also dann weiß ich auch nicht weiter. Also, warte, mal gucken, das sind schon alleine 10 Schalter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, also wir haben mehr Schalter als Personal, also das läuft bei uns, glaube ich. Aber das kriegen wir bestimmt nochmal geregelt. So, einfach mal ein bisschen was einstellen. Ich brauche noch ein paar Spinde. Ich weiß nur nicht so genau, wo ich die Spinde hinstellen soll. Das ist vielleicht so ein kleines Problem, kennen gerade. Oder wir machen das mal eben hier hinten. Hier kann ich eben wieder Straßen nicht erweitern. Dann bauen wir mal eine Halle. Eine Halle. Dann kommt hier eine Tür rein. Und dann kommt da unter anderem mal ein paar Spinde. Hier. Also, dass man das hier nach draußen stellen kann, ist mir klar, aber. Wie viel Platz braucht ein Stellplatz? Warte, das bauen wir mal ungefähr nach. 4 reicht das? Ein mehr? Vielleicht sogar einen großen. Das geht tatsächlich. Oh, das ist ja eigentlich. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also das war jetzt nur ein kleiner Test, aber das finde ich schon nicht schlecht. Sorry, wenn ich manchmal etwas unfreundlich war. Aktuell muss ich sagen, ich bin echt zufrieden. Dann war es unfreundlich. Also ich habe noch keine Beschwerden gehört, sagen wir es mal so. Einfach ein super Busunternehmen. Ja, schön zu hören. Die Bewertung, wie sieht es eigentlich gerade aus? Ja, im Internet, da arbeiten wir momentan wieder. Das ist leider vorübergehend ausgefallen. So, wo war ich denn geblieben? Irgendwo mit der Halle. Halle, Halle, Halle. So, 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 so. Das sollte fürs Erste erstmal reichen. Hier, der Ansturm wird auch gut bearbeitet. Das läuft doch ganz gut. Der Bus bietet ein sehr angenehmes Fahrerlebnis. Top Komfort. Selbst mein Hund bekommt einen eigenen Platz. Und die erste Forschung automatische Reinigung ist abgeschlossen. So, hier, jetzt muss man kurz gucken. Personal. Bei Sauberkeit von unter, ja, unter 60% würde ich sagen. Dann sollen sie ruhig anfangen zu reinigen. Das sollte ausreichen. Knapp 100.000 auf dem Konto. Dann würde ich mal kurz gucken, Fuhrpark. Was muss ich eigentlich jetzt gerade für die Zahlen? Okay, ist noch nicht wundersweiß wie in die Höhe geschossen. Dann würde ich jetzt mal sagen, erstellen wir vielleicht sogar auch nochmal eine neue Linie hoch Richtung Atten. Und anfangen tun wir, glaube ich, am besten. Ja,
eigentlich würde ich schon irgendwo hier hinten anfangen, wenn es geht. Wobei, das ist für mich eigentlich kein so richtiger zentraler Umstieg. Das wäre mir persönlich zumindest mal ganz wichtig. Warte, Bahnhof Haßbergen. Gut, Haßbergen Zentrum. Haßbergen Bahnhof. Dann fahren wir hier oben hoch. Kreuzbrink. Zur Schule. Den Kiefernweg. Warum er den Schlenker hier fährt, das weiß ich nicht. Dann kannst du auch ruhig hier eben einmal halten. So, und wo muss ich jetzt eigentlich hoch? Atterfeld, Atter. Dann halten wir hier, glaube ich, an der Schule Atter. So, wir sind hier noch ein Stückchen weiter. Bei Thies wird gehalten. Kreisel Atterfeld. Birkenallee, Preußenweg. Bahnhofstraße, Schule Atter und hier auch hinten auch nochmal Schule Atter. Warte, das wollte ich jetzt nicht. So, und dann gehen wir vielleicht auch einmal eben nach hier oben hin. Am Lenzkamp. So, das ist der Lenzkamp. Einfach, dass wir den vielleicht hier oben angeschlossen haben. Noch einmal Schule Atter, Bahnhofstraße und dann gehen wir die Strecke noch einmal wieder zurück. So, hier an Baltis halten wir. Da muss ich mal kurz gucken, Hansastraße. So, Thies. Dann würde ich den hier mal eben kurz löschen. Hansastraße. Okay. Dann ist das scheinbar eine Einbahnstraße. Aber ist kein Problem. Dann halten wir eben hier hinten. Das sollte kein großes Problem sein. Kreuzbrink, am Hüvel, Haßbergen Bahnhof, Haßbergen Zentrum. Und das ist Linie 23 Atter. So, Fahrintervall. Jetzt die große Frage. Dreiviertel Stunde bräuchte ich noch immer. 60 Minuten. Dann machen wir das mal eben passend. Und entsprechend mit nur einem Bus soll gefahren werden. So, bevorzugte Gruppe muss ich eine neue erstellen dann. So. Dann bräuchten wir immer eben zwei Busse. Fuhrpark. Warte, wir brauchen hier Solo-Busse. Das würde mir schon reichen. Mal gucken, Urbino 12. Ja, könnte man nehmen. 415 LE Business. Setra ist eigentlich gut im Überlandverkehr. Mal gucken, wo haben die jetzt hier versteckt, wie viele davon Sitzplätze sind? Oder gibt es das nicht mehr? Ah, da kannst du, man muss über den Namen gehen. 45, das ist ein guter Wert, das haut auch ziemlich genau hin. Line City fällt raus, Urbino. Also Citaro C2, wenn dann überhaupt. Das wäre natürlich auch ein Überlandbus, wenn es ist. Auf jeden Fall kein Volvo. Dieser Line City ist wirklich ein Stadtbus. Das ist Überlandbus schlechthin. Wenn wir nur fast ein bisschen zu groß.
Nee, komm, wir nehmen zwei 415 LE, wobei ich muss noch eben kurz was hinzufügen. Neue Fahrzeuggruppe hinzufügen, Linie 23. Und vielleicht mache ich schon mal ein paar neue. Linie 24 sowie Linie 25, dass wir die schon mal haben. So, Linien. Hinweis, Linie 23, bitte sehr. Einmal bitte bestätigen. Und dann kaufen wir neue Busse. 2415 LE Business aus der Rubrik Linie 23 und in einem schönen Rot. Entsprechend unseres Verkehrsbetriebes. Okay, momentan nicht verfügbar. So, fahr du mal los. Dann machen wir mal eben den Schichtplan. Wobei der momentan nicht sonderlich umfangreich ist. So, Kubiak. Der fährt. So, und wo sind die anderen beiden Experten? DE 852. Ja, das ist der falsche. Und ich mach's mal eben so. Warte, habe ich da auch Querstrich genommen? Ja, habe ich auch Querstrich genommen. Die 553. DE 500. Warte, was ist das jetzt? Die 51, 52, 53 soll. Nein, warte, das ist Linie 10. Habe gerade eine 5 eingegeben. Ah, deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Also ich weiß nicht, wie ich gerade auf die Zahl gekommen bin. Jetzt sieht es doch besser aus, oder? Man hätte vielleicht auch noch auf Enter drücken müssen. Das wird aber besser. Wir bessern uns vielleicht. Mein Gedächtnis ist nur nicht das Beste immer. Ja, jetzt passt es. So kann man es auch einem andrehen. Wie sieht es sonst gerade aus? Perfekt, alles erforscht. Macht ihr mal weiter mit den Depots. Das ist nämlich ein schönes Feature, das würde mich nämlich interessieren. Da sind wir schon fleißig bei. Ersatzteile, wie sieht es aus? Sind da irgendwie neue gekommen? Also der Keilriemen kommt mir neu vor. Genauso wie die Klimaanlage. Aber die haben wir schon auf Lager. Gut, vielleicht einfach nur anders aufgemacht. Das kann durchaus sein. So, dann gucken wir uns das hier mal an. Beziehungsweise mal eben kurz beim Personal gucken. Bei unter 60% und Füllstand, wenn es geht, bei 55% schon. Ich will nicht, dass der Bus liegen bleibt. Informieren sich, kaufen. Ach ja, das läuft doch ganz gut. Da kann man doch mit arbeiten. Oder was meinst du, Robin Buchwald? Ein bisschen gestresst. Sind sie irgendwie gerade alle. Dementsprechend nicht sonderlich freundlich. Aber ihr seid momentan alle sehr freundlich, also stelle ich euch einfach mal eben alle ein.
Also ich habe hier wirklich ein kleines Stressproblem. Aber ich würde auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.